Ich bin ein Allerweltprofessor, ich kann und lehre mancherlei. Aus allen Ländern hab ich Schüler, von Deutschland bis zu der Türkei. Mein Lieblingsschüler, der heißt Michel, ich geb ihm gratis Unterricht, denn stammt er auch vom Deutschen Reich. Sehr reich ist dieser Deutsche nicht, doch er ist lieb und ungefährlich, und ehrlich ist er leider viel zu ehrlich, nur träumt er gern den ganzen Tag. Da wette ich ihn oft und sag, Michel hat schon wieder mal geträumt. Michel hat schon wieder was versäumt. Michel wartet mit der Arbeit bis Schule. Nächste Ostern wird sie nicht versenden. Jüngst hatte ich geografische Stunde, hab meinen Schülern da gesagt, nennt jeder mal eine fremde Gegend, die euch besonders gut behagt. Das zeigt ein Bild ihr nach dem Kongo und auf Marokko ein Franzos. Und nun ein Schüler gar aus England, der ließ den Globus gar nicht los. Erstaunt sprach ich zum Engeländer, lass ab, was willst du für einen Engeländer? Nur Michel träumt in süßer Ruhe, da weckt sich ihn und rief ihm zu. Michel hat schon wieder mal geträumt. Michel hat schon wieder was versäumt. Da erwacht er und zeigt mit dem Finger da auf so ein kleines bisschen Afrika. Von Kunst versteht der Michel alles. In Religion, da hat er gut. Sechs Sprachen spricht er Deutsch am schlechtesten. Liest er, sagt ihm eine Rede gut. Er schreibt auch richtiger als die anderen. Verdienen klein und steuern groß. Nur rechnen können die anderen besser. Darin hat Michel gar nichts los. Jüngst frug ich ihn, wenn 5 Milliarden im Jahre 70 dein eigen Warten, wie hoch müsst heut die Summe sein? Da schlief der Kerl beim Rechnen ein. Michel hat schon wieder mal geträumt. 5 Milliarden hat der Kerl versäumt. Endlich rechnet er, und was war's denn vom Lied? Er hat 5 Milliarden defizit. Im Turnen ist er sehr geschmeidig. Er tut oft mehr als seine Pflicht. Beim Bücken und beim Kniebeugen, den Aufschwung nur, den kann er nicht. Macht Michel mal nen groben Fehler, erhebt er erst ein lautes Schreien. Doch wenn das Schlimmste dann vorüber, dann schläft er wieder langsam ein. In Kürze
halt ich das Examen. Nun halten alle Schüler fest zusammen. Der eine hilft dem anderen jetzt. Nur Michel wartet bis zuletzt. Michel hat schon wieder mal geträumt. Michel hat den Anschluss jetzt versäumt. Seht mal bloß, da sitzt der Michel ganz allein. Und er singt im Traum, der wacht am Rhein.